Oh wei. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggelodum, zu einem neuen Part Dementium mit dem Zwergenfürst. Ja, ich glaube, das ist relativ angebracht. Vielleicht finden wir auch Munition hier auf dem Weg. Irgendwo. Das wäre vielleicht auch angebrachter. Ja. Da steht uns ein großer Bosskampf bevor. Ein größerer als bisher. Vielleicht kriegen wir noch irgendwo Munition her. Das wäre gut. 8 Schrotpistolen, Dings. Ich habe auch ein bisschen Schiss davon, was jetzt uns erwartet in dem Bosskampf. Stecke jetzt hier fest. Nein, stecke nicht. Bin noch rausgekommen. Ist halt ein bisschen blöde. Ins Lockt. Aha. Ich bräuchte ein bisschen mehr Munition. Ein bisschen mehr für diesen Bosskampf. Da wartet uns jetzt dieser Rollstuhltyp, den ich wahrscheinlich im letzten Part schon ein bisschen angeteasert habe. Euch schon gezeigt habe. Jo, ich würde mal sagen, dann speichern wir hier nochmal zwischen. Versuchen es dann mal, dass wir dann notfalls auch wieder ausmachen können und mit voller Munition starten können. 8 Schrotgewehrmunition und 15 Pistolenmunition. Ja, die Schrotgewehr-Dingens ist schon irgendwie am besten, weil die wirkt mehr. Naja, seid ihr bereit für einen sehr zähen, sehr langen Kampf gegen diesen Typen? Ich bin's nicht, aber naja, auf geht's. Das wird viel Zeit in Anspruch nehmen und viel Ausdauer. Da ist er. Der Liebe. Oder der Böse. Ja. Geil. Oder auch nicht so geil. Ja. Die Musik macht es nicht gerade schöner. So. Jetzt lauert der da irgendwo im Dunkeln. Au. Da ist er. Wir sollen uns nicht so oft treffen lassen. Wie feuert man eigentlich noch gleich? Ah, komm. Ah, wie feuert man gleich? Wie feuert man? So feuert man. Jetzt habe ich eine Munition vergeudet. Verdammt. Das Treffen lassen ist das Blöde. Ich kann nicht so schnell reagieren und so schnell schießen. Bis dass der hier mich tot macht. Ah. Schon gut. Ich kann ihn nur einmal treffen, verdammt. Ich bin schon rot. Okay, gleich bin ich Game Over. Der erste Versuch. Ja, die Kämpfe hier sind unheimlich schwer. So schrecklich schwer. Ah, und treffen lassen die sich auch nicht. Die Gegner. Ja, dafür geht die Zeit auch noch gleich. Doppelt so schwer. Ah. Na komm, stirb. Stirbkartoffel. Naja, man kann es ja schaffen. Haben wir bei dem letzten, bei Manfred auch gesehen, dass es geht. Das ist schwer. Das hasse ich ja in diesem Spiel. Die Bossgegner könnten schon gerne ein bisschen leichter sein. So, was habe ich an Schrotgewehrmunition? 8 von 16. Ah, super. Sonst wäre ich nie da gewesen. Joa. Skippen wir mal einfach. Wir müssen vielleicht einen Weg finden, wie wir uns von hinten anschleichen können. Ohne von ihm gleich verletzt zu werden. Fand ihr doch kontraproduktiv. Dass er uns nicht sieht. Ah, verdammt. Verdammt, ich muss ihn in den Kopf treffen. Nicht nur ins Bein. Wie macht man das am doofesten? Ah, komm. Ah, verdammt, sowas darf dann auch nicht passieren.
Hat noch keine Taktik gefunden. Er ist relativ schnell. Und wir sind auch schon relativ, ja, verletzt. Er sieht uns auch irgendwie kommen. Ja, ich bin schon im roten Bereich. Bin schon gleich wieder tot. Komm. Versuchen den Kopf zu schießen. Das bringt sehr viel. Verdammt. Ich weiß ja, wie das geht. Man kann die Monster einfach ermorden, indem man sie in den Kopf schießt. Wie bei den Zombies. Man muss einfach den Kopf treffen. Ah, verdammt. Das ist das, was es irgendwie ein bisschen schrecklich macht. Dass man halt immer wieder versagt. Das Ranschleichen ist immer auch ein bisschen beschissen. Na toll. Jetzt habe ich schon die erste Munition vergeudet. Hast du super gemacht, Zwergi. Ja. Ja. Ist natürlich schön. Wow, cool. Headshot. Natürlich schön, wenn ich jetzt ein FSK 18, ein Horrorspiel bringe, heute am Vormittag. Ja, aber zwei Videos gibt's nicht mehr. Irgendwann muss ich das auch machen. Ah, verdammt, vergeudet. Ja, so FSK 18 ist das ja jetzt hier gar nicht. Also, ja. Wow, geil. Der hat gesessen. Okay. Von der Ferne zielen. Hey, Nomad. Na, wo ist er? Ist doch schon tot. Was? Er ist hinter mir, er ist hinter mir. Verdammt. Oh, Mist. Das ist schlecht. Von dort aus sollte ich nicht kommen. Ah, ich hab's langsam raus. Die Hälfte habe ich gleich geschafft. Wow, mehr als die Hälfte. Nicer, nicer. Den habe ich bald. Nicht bei diesem Versuch, aber... Nee, dieser Versuch wird nichts. Aber ja, okay. Besser aus als sonst. Langsam habe ich den Dreh raus. Langsam. Ja, das sollte man nicht machen. Verdammt. Sah schlecht aus. Ist er da? Ja, da ist er. Da sollte ich aber auch nicht hinkommen. Der schießt nämlich schon. Ach, verdammt. Last breath. Nicht the breath of the wild, sondern the breath of the dead. Ja. Nice, nice. 8 von 16. Irgendwann kriegen wir es hin. Vierter Versuch. Ja. So spannend ist der Kampf hier nicht, dass er... Na doch, es ist schon irgendwie für Kinder nicht geeignet, aber... Verdammt, das ist schlecht. War noch nicht nah genug dran. Oh nein, von so nah sollte ich nicht kommen. Oh, schon im gelben Bereich. Es ist schlecht. Ich war doch gerade schon gut. Ah, war nicht im roten Bereich. Ah, ich sollte ein bisschen runter. So ungefähr. Mist. Ich bin gleich wieder tot. Wie viele Versuche werde ich noch brauchen? Schreibt es jetzt in den Kommentare. Sind es 5? Sind es 20? Sind es 100? Wahrscheinlich eher 20 als 5. Aber 100 sind es vielleicht nicht ganz. Na komm. Wow, das war ein guter Schuss. Ja. Hier wird nur noch rumgeballert. Na komm. Ah, verdammt. Die Hälfte haben wir fast
Aber er hat mich auch schon bis aufs Rote runtergetrieben. Ich bin halt auch nicht so aushaltestark. Ich habe auch keine Aushaltevermögen. Er ist noch dort. Ach komm. Ja. Gut. Er ist im gelben Bereich. Ich bin im roten Bereich. Immerhin. Ah, verdammt. Ein bisschen langweilig auch, weil nichts passiert. Nur dieser eine Kampf. Und ich dauernd sterbe und das wiederhole, aber ja, gab schon bessere Parts. Längere wahrscheinlich nicht. Weil ich diesen Part hier höllisch überziehen werde. Hoffentlich nicht. Da ist er. Ha. Das war schon der erste Treffer, den ich kassiert habe. Oh wei. Treffer. Ja, wohl kein guter Treffer. Wo ist er? Da ist er nicht. Ich weiß immer nicht die Namen von den Leuten. Okay, der war gut, der Treffer. Ich bin wieder im gelben Bereich. Ah, verdammt. Ich muss mich umschauen. Keine unvorsichtigen Sachen machen. Das war eine unvorsichtige Sache, das auch. Munition vergrillen. Das war noch unvorsichtiger. Verdammt. Er ist so auch schon zur Hälfte, aber ich brauch's ein bisschen mehr. Muss ein bisschen besser auf mir Acht geben. So. Man kann es schaffen, wie gesagt. Ach man, ich meine ihn gesehen zu haben. Das ist Munition vergeudet. Ja, das ist auch Munition vergeudung, wenn ich mir ins Knie schieße. Da ist er. Schuss! Ja, keine Munition übrig. Verdammt. Und tot. Viel zu oft gestorben hier heute. Wie hießen denn die Dinger überhaupt? Wie heißt der Typ? Der hatte einen Namen. Die standen auf der Wikia-Seite. Überall. Da steht immer Dr. Wartz, Dr. Dingens. Der ist immer mit Nachnamen Wartz. Das heißt ja auch im Original Dementium the Wart. Du heißt nur the Wart. Ein bisschen runter, ein bisschen in die Mitte. Holla, wie weit weh. Los, triff. Das war ein schlechter Treffer. Verdammt. Ich war doch schon viel weiter. Nicht aufgeben jetzt, Zwergi. Du hast Manfred schon besiegt. Der übrigens im Original nicht Manfred heißt. Dieser Kochtyp. Ich weiß, es kommen noch schwerere Zeiten, schwerere Gegner, aber. Tja, da muss man durch. Es gibt auch ein bisschen Motivation, wenn wir den dann besiegt haben. Aber keine Motivation, wenn wir zum 115. Mal sagen, das ist saublöd. Komm gar nicht erst bis nach hinten. Kopfschuss. Headshot. Da ist er nicht. Nice. Da ist er auch nicht. Da ist er bestimmt. Oh nee. Wieder im roten Bereich. Gib mir auch mal Motivation, dass ich das schon geschafft habe, dass ich schon im richtigen Bereich war. Dass ich das schon fast bis zum Ende gekriegt habe. Zwei Drittel habe ich ja schon hingekriegt. Komm. Daneben. Mist. Ja, daneben nicht, aber schlechter Treffer. Ach ja. Wenn die Bossgegner ein bisschen leichter wären, dann wäre das auch viel schöner zu spielen. Ich überlege gerade wirklich ernsthaft, dieses Spiel zu beenden. Ich meine, die Let's Play-Reihe zu pausieren oder zu unterbrechen, das einen der letzten Parts sein zu lassen, weil selbst
wenn, also selbst wenn ich das jetzt hier mit Bravour schaffe, naja, mit Bravour schon mal nicht, aber wenn ich das hier schon mal überstanden habe, ja, ich finde das Spiel bisher jetzt nicht so sonderlich großartig, dass man das halt wirklich mit Freude und Spaß weiterspielen könnte. Also sicherlich wäre es toll, das beendet zu haben, und ist auch bei den Horrorspielen immer schön, wenn man das Abenteuer überstanden hat und sich das quasi anheften kann. Ja, ich habe überlebt. Aber ist das wirklich den Aufwand wert, stellt sich mir da die Frage. Weil die Bossgegner sind wirklich einigermaßen kacke. Und ja, die werden immer schwerer und die werden immer schlimmer und da ich irgendwann auch keinen Bock mehr drauf. Versteht ihr, was ich meine? Irgendwann macht es dann halt auch keinen Spaß mehr. Bei einer Liebe auch dem Horror-Genre entgegen. Immerhin, das ist eines der besten Horrorspiele für den 3DS. Nach Resident Evil Revelations das beste. Also das zweitbeste quasi, wenn du es so willst. Ja, aber das heißt halt auch, ich habe noch einen Schuss für die Schrot. Ein Gun hier. Das heißt halt auch, es gibt nur noch schlechtere Spiele. Schlechtere Horrorspiele. Dann würde ich vielleicht auch vorschlagen, mit einem anderen, einem besseren Horrorspiel fortzusetzen. Da gibt es nämlich noch ein anderes Horrorspiel, das ich jetzt entdeckt habe, wofür ich mich begeistere, dass ich dann spielen würde. Spaß machen würde als Dementium hier. Und dann könnte man das vielleicht ad acta legen. Weil ich merke es ja auch, wie es mir keine Freude mehr macht, das zu spielen. Weil wenn ich jetzt hier diesen Bossgegner-Part sehe und schon weiß, das wird wieder hier dieser blöde Part, könnte ich mich heute wieder richtig schlecht motivieren, diesen Part aufzunehmen. Das Ganze dann auch noch nachts, das ist ja dann auch so ein bisschen das Risiko, so ein bisschen davon unangenehme Träume fortzuführen. Da fragt man sich dann auch, riskierst du dafür das? Manche Spiele, es gibt auch sehr, sehr gute Horrorspiele, Resident Evil Revelations zum Beispiel. Das hat mir große Freude bereitet, da ich das dann auch gerne in Kauf genommen. Alles, was da halt mit drin steckt. Albträume, das ist da nun mal eine Nebenerscheinung, die man in Kauf nehmen muss. Aber ja, ihr versteht, was ich meine. Stellt man sich die Frage, willst du von Dementium Albträume haben? In einem billig Horrorspiel? Oder lieber von einem guten? Gute und schlechte Albträume quasi. Ja. Gut, ich sag's mal so, gute Albträume sind dann halt nur scheiße. Und schlechte Albträume sind dann halt richtig dolle Kacke. Wow, zur Hälfte haben wir den schon. Na, ich weiß nicht, ob wir den heute besiegen werden. Das schaut nämlich gleich schon nach einem Fail aus. Ups, da steht er. Da steht er, der Peter. Na toll, jetzt heißt der auch noch Peter. Na, schlechter Schuss. Ich habe nur noch zwei. Sind das Herzen? Zwei Energiebalken. Okay, er steht da hinter dieser Wand. Hoffentlich auf dieser Seite. Nein, auf der anderen Seite scheinbar. Auf der anderen Seite steht er, der Peter. Mist. Wo ist er? Da ist er.
Ja, er lebt noch. Ich aber nicht mehr. Leute von heute. Und weil man es ja, weil man auch schon den Sieg vor den Augen sieht. Vor Augen sieht. Mensch, Meier. Dann will man ja auch nicht aufhören. Weil man ihn schon fast hat. Zum Greifen nahe ist der Sieg. Ich werde aber dann irgendwann aufhören. Ich würde sagen, ziehen wir ab jetzt. Noch 5 Versuche. Ja. Das ist so sonderlich mehr. Habe ich da auch keinen Bock drauf. Und wenn der Part dann kürzer ist, dann ist es halt so. Wenn ich es jetzt natürlich schaffen sollte innerhalb der 5 Versuche, dann mache ich natürlich noch weiter, aber so sieht es gerade nicht aus. Kann man natürlich machen, 5 Versuche und dann wird noch ein bisschen weiter gespielt. Geht's weiter in der Story. Der Part natürlich ein bisschen länger. Der war gut. Sollte man öfters machen. Ich schon hier verschwitzt, wie nichts Gutes. Ah, verdammt. So, der war gut. Sieht gut aus für mich momentan. Ist er da? Nein, ist er nicht. Das ist gut für mich. Ihr seht schon, ich bin taktisch unterwegs. Ich renne schon so um die Gemäuer hier, dass ich den zumindest nicht in die Quere renne, wo ich nicht schießen kann. Okay, er scheint dort zu sein. Man kann das ja auch nur ahnen, wo er halt wirklich ist. Da ist er. Okay, sehr gut. Er ist sehr verletzt. Ich auch, aber es könnte schaffbar sein. Uha. Er steht mir im Weg. 3 Herzen habe ich noch, 2. Oh wann? Ach verdammt, daneben. Mach keine Scheiße, Zwergi. Ach verdammt. Ihr seht den Balken ja gerade gar nicht. Den Energiebalken von ihm. So, viele Versuche noch. Gut aus. Könnte ich nur darauf verlassen, was ich sage. Balken seht ihr nicht um sein Licht. Ist ein bisschen kacke, aber muss so. Eine schöne Nahaufnahme von ihm. Das versuchen wir jetzt mal zu vermeiden. Nahaufnahmen. Nicht bei Nacht. Unmöglich. Na komm. Ich kann auch nicht schießen. Ich hab noch keine. Ah, verdammt, verfehlt. Das wird nach Möglichkeit nicht passieren. Wenn das Zieldingens nicht rot wird, kann ich nicht schießen. Ah, dann bringt das nichts. So, nur wenige KP abgezogen. Ah, viel abgezogen, aber ich bin schon im roten Bereich. Beim ersten Schuss, beim zweiten. Shit. Wo ist er? Ja, sieht nach dem vorvorletzten Versuch aus. Ich bin so gut wie tot. Ja. Ja, noch nicht. Er hat noch gut 2 Drittel. Da. Ach, verdammt. Nein, ich nur noch einen Lebenstropfen-Dingens, einen Energiebalken. Einen Energiepunkt. Noch einen finalen Treffer, bevor er mich abwirkt. Die Hälfte ist weg. Das sieht kacke aus für mich. Ah, verdammt, von hinten. Es gibt auch schönere Sachen, schönere Spiele, schönere Horrorspiele auch, tierischere Spiele. Horror ist ja schön, wenn es atmosphärisch ist, weil Resident Evil ist da immer ganz gut mit seinen Spielen. Verdammt, daneben. Der war halbwegs gut. Noch bin ich im grünen Bereich, aber gerade so noch. Ja, Dementium ist es nicht, muss ich klar feststellen.
Dimension könntest du auch besser machen, wenn die Sache ein bisschen atmosphärischer, zum Beispiel mit den Dialogen wäre. Gab es hier noch gar nicht. Das ist riskant. Wow, nice. Guter Treffer. Ich lasse mir eigentlich zu viel treffen. Lass mich treffen. Das sollte eigentlich nicht sein. Ich bin schon wieder im roten Bereich. Okay, kritischer Treffer. Guter Treffer. Die Melodie hier, die versucht auch einfach nur atmosphärisch zu sein. Sie nervt eigentlich nur. Anstatt dass sie atmosphärisch ist. Ja. Ich kann auch nach diesem Part hier das Fazit einschieben. Und die Sache beenden. Oder halt nicht das Fazit einschieben. Oder einfach noch einen extra Part machen. Oder wie ich das einfach mache, einfach beenden, wenn es ohne Fazit beenden. Wenn es zu doll nervt. Vorletzter Versuch jetzt. Aber der jetzt kommt. Ja, nice. Nice. Die Musik nervt wirklich. Also wenn man dieses Spiel spielt, sollte man vielleicht die Musik auslassen. Das ist ja auch ein Zeichen für ein schlechtes Horrorspiel. Dass die Musik nicht passt. Ja doch, die Musik passt. Das Spiel ist auch nervig. Aber passen im Sinne von gut sein. Okay, nice. Ich noch im grünen Bereich. Aber nicht mehr lange. Ein bisschen Real Talk. Ich habe jetzt im Medienseminar 2018 bei einem kleinen Horror-Kurzfilm mitwirken dürfen. Das war auch schön, meinen Horrorfilm zu spielen. Jetzt kein Film, also jetzt kein Kinofilm oder sowas. Bei so einem Studentenfilm-Dingens mit Low-Budget-Produktion und so weiter. Nichts Großartiges, nichts Tolles. Na doch, toll war es schon. Toll ist auch geworden. Ist jetzt halt nichts Kino-Leinwandreifes. Ist halt ganz toll geworden. Nicht ganz so scheiße. Hat auch Spaß gemacht, das zu drehen. Nachtdrehs für einen Horrorfilm. Nicht übel. Ich merke, ich werde ein Fan von dem Genre. Wow! Ist gut verletzt. Könnten es schaffen. Unter Umständen. Ich werde schon ein Horrorliebhaber. Resident Evil hat es geschafft. Nein, scheiße. Das war eine miese Sache. Da steht da der Peter. Und ran an die Sache. Ran an die Sache. Ah, Treffer. Hup, er hat noch ein kurzes Dingens. Ich habe aber auch noch ein kurzes. Oh wei. Das ist ein Duell. Auf den Tod. Wenn er mich jetzt trifft, bin ich tot. Wenn ich ihn treffe, ist er tot. Mal gucken, wo ist er? Wo steht da der Peter? Nicht ungünstig rankommen. Dann bin ich weg. Ransneaken. Ich höre ihn. Da ist er. Da steht er, der Peter. Ran. Psst, ganz leise. Verdammt! Das war wohl der entscheidende Treffer. Er traf mich zuerst. So, letzter Versuch. Ich halte mich dran.
Ach. Nee, man vergeudet doch nicht so seine Treffer. Gut. Entweder wir schaffen es jetzt bei diesem Versuch oder ich schmeiß das Handtuch. Ich gebe auf. Aufgeben ist nicht schön, aber ja. Ich würde glaube ich auch sagen, wenn ich jetzt hier diesen Versuch sterbe und halt auch wirklich jetzt aufgeben muss, wäre das auch das Todesurteil für dieses Let's Play. Ja. Ich muss wirklich sagen, macht mir keinen Spaß mehr. Auch als Let's Play das zu bringen. Ich muss ja auch an euch ein bisschen denken. Sicherlich kann man das Offscreen noch ab und zu mal ein bisschen weiterspielen, auch wenn ich dazu nicht kommen werde. Vielleicht schaffe ich auch den Boss irgendwann mal noch. Vielleicht lasse ich es auch erstmal offen. Spiel dann halt, vielleicht wenn ich es Offscreen geschafft habe, mal irgendwann weiter in der Story. Aber ja, wir sind hier gleich tot. Zur Hälfte habe ich ihn gleich. Ja, was soll es? Ich muss das dann auch einschätzen, ob das für euch schön ist. Weil mich sterben zu sehen, ist ja auch nicht das Hübscheste. Dauernd diese Tode. Na komm! Über die Hälfte. Zwei Drittel ist er weg. Na komm! Ich bin gleich tot. Ja! Meine Freunde. So, sieht gut aus für mich. Aber könnt mich auch gleich mit dem nächsten Treffer schon haben. Ja, da ist er nicht. Da könnte er sein. Ja, immer sehr kritisch. Ich habe 0 Schuss. Ich sollte mal die Pistole nehmen. Ah, wird blöd jetzt. Ist natürlich eine Nahkampfwaffe und bringt nicht so viel. Ah, verdammt. Ja gut, davon war besiegt. Ja, was soll ich sagen, ich gebe auf, schmeiß das Handtuch, wähle mit der weißen Flagge, auch wenn die weiße Flagge des Aufgebens vom Gegner hier nicht akzeptiert wird, ist halt unmenschlich bei den Menschen. Ja, und mit diesem doch sehr deprimierenden Bild des Versagens möchte ich an dieser Stelle kapitulieren. Ja, tut mir leid, dass das so enden muss, aber ja. Däumchen haben. Ich überlege mir, ob ich das jetzt noch weiterführe, ob es da noch ein nächsten Part geben wird oder ob das der letzte Part ist oder wie ich damit handhabe. Ich habe gerade sehr viel Bock darauf, das Projekt hinzuschmeißen, weil es halt auch irgendwie keinen Bock mehr macht. Ich habe jetzt auch nicht jetzt so eine Resonanz bekommen, dass ich jetzt sagen würde, ja, ich opfere mich für euch, euch gefällt das so sehr. Ich bin der Einzige, den das juckt, den das wehtut, das schlimm findet. Ah, die Würmchen, die nochmal gute Nacht sagen. Ja, dann würde ich sagen, habt noch eine angenehm fürstliche Nacht und träumt schön heute Abend. Man sieht sich in einem anderen Projekt oder im nächsten Part irgendwann mal von dem hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn das jetzt das Ende sein sollte. Man sieht sich. Ciao, ciao.